Ja, unser erstes Rennen mit dem Cayman GT4 stand an. Zudem hatten wir auch unseren ersten Lambo-Einsatz. Also es war für uns als Team, für die Fahrer, war das schon ein echt besonderes Wochenende. Und es stand natürlich direkt ein Doppelwochenende an. Wir hatten NLS 1, 2, Samstag, Sonntag, was auch eine Besonderheit war. Bei NLS 1 ist so gesehen unser geplantes Fahrerteam fürs 24-Stunden-Rennen gestartet. So ist es geplant, dass wir auch das 24-Stunden-Rennen bestreiten werden. Das sind einmal unsere beiden Japaner. Einmal das ist Herr Koichi. Dann haben wir unseren McChip-DKR-Stützpunktpartner und auch ja, Bekannter, der früher schon bei uns mal gefahren ist, Koi, der auch sehr viel in Japan Motorsport macht. Dann der Philipp Eis und unser ja, Markus Nölken, der grundsätzlich bei vielen Motorsportprojekten seit auch den letzten 2 Jahren bei uns Kunde ist und auch hier beim Cayman grundsätzlich die ganze Saison geplant hat zu fahren. Für Kui und für den Quichi war es nach langer Zeit das erste Mal wieder auf der Nordschleife. Das muss man einfach dazu sagen. 6 Jahre, das letzte Mal, dass er auf der Nordschleife war. Und gut, für den Markus war es das allererste Mal mit dem Auto auf der Nordschleife und für den Philipp auch. Philipp hat Nordschleifenerfahrung auf einem Fronttriebler, auf einem TCR-Fahrzeug. Auf jeden Fall haben wir den ganzen Freitag wirklich genutzt, haben viele Runden jeden fahren lassen, um ins Auto reinzufühlen und. Also das hat auch sehr gut gepasst, konnten wirklich gute Vertrauenssteps machen zum Auto. Und man muss einfach sagen, war mit dem Freitag rundum zufrieden, kein Kratzer am Auto, kein Problem am Auto und haben den Freitag dann wirklich als reinen Fahrtag genutzt. Ja, ersten Runden im GT4 in Cayman war relativ spannend, noch eine Umstellung, aber bin relativ schnell gut klargekommen, fühle mich wohl und den Rest werden wir dann morgen sehen, denke ich. Was erhoffst du dir für morgen? Boah, gute Frage. Erstmal vor allem Spaß haben, das ist mir ganz wichtig. Wenn wir gut bei der Musik dabei sind, dann auch versuchen, bei der Musik zu bleiben. Zum Rennen samstags. Ja, es war, wir hatten Traumbedingungen. Das kann man auch nicht absprechen. Und zwar, der Kui startet, kriegt einen Satz Reifen drauf, wo der Nico Bescheid weiß. Wenn der okay ist, bleibt der auch für den Doppelstint für den Koichi drauf. Ich glaube, für ihn ist das eh okay. Und dann bekommt der Markus einen neuen gebrauchten und der Philipp kriegt einen neuen neuen. Im Quali haben wir es natürlich ein bisschen ruhig angehen lassen. Wir haben gesagt, okay, wir sind zu viert. Wir fahren nur sozusagen unsere Pflichtrunden und sind dann Achter in der Cup-3-Klasse gewesen, was ein solides Ergebnis war. Und wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollen einfach fahren, um halt wirklich das Maximale aus dem Wochenende an Fahrzeit rauszuholen. Also haben uns aufs Rennen gefreut. Im Rennen mega Job gemacht, die Jungs. Alle wirklich ins Auto gefunden, die Pace war wirklich gut. Jetzt geht es runter in Richtung erste Kurve. Anbremsen angesagt, dieser enge Rechtsbogen, der sogenannte Haukhaken. Und wir sehen, dass viele Fahrzeuge da wirklich auf der letzten Linie bremsen.
Markus hat sich auch nochmal deutlich gesteigert von der Rennpace her und haben ein fehlerfreies Rennen abgeliefert. Auch die Jungs, das Team, jeder Boxenstopp hat gesessen, obwohl, wie gesagt, es auch für uns natürlich relativ neu ist. Aber das Auto ist einfach auch ein sehr dankbares Auto, das muss man einfach so sagen. Spritreifen, einmal Scheibe sauber oder zweimal und fahren. Wirklich super, super gut. Rausgekommen ist dann der Sieg bei den Gentlemans. Wir haben ja drei verschiedene Gruppen. Wir haben einmal die Pro-Klasse, wir haben die Amateurklasse und die Gentlemans-Klasse. Markus ist Gentleman eingestuft. Wir haben die Gentlemans-Trophy haben wir gewonnen in der Cup 3 und Fünfter im Gesamtklassement in der Klasse gewesen. Mega Ergebnis. Kann man wirklich mehr als zufrieden sein. Kein Kratzer am Auto, Fahrer zufrieden. 145, Mac-Schim DKR. Ja. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, ihr stellt es richtig aus. Luigi, Kohai, Markus und Philipp. Ja, wir hatten eigentlich heute einen sehr guten Ablauf, sehr guten Tag. Wir hatten heute noch mal zusammengefunden. Wir waren ja jetzt ein fast gutes halbes Jahr nicht mehr zusammen als Team, fungierend. Hat wirklich sehr gut geklappt, Auto lief gut. Wir sind jetzt Dritter in der Pro Amateur. Sehr erfolgreich fürs erste Mal, für den ersten Einsatz. Auto lief wirklich sehr solide. Ich hoffe, dass wir morgen halt, dadurch, dass wir halt auch nur mit drei Fahrern auch an den Start gehen, dass wir da halt auch gucken, dass wir das Fahrzeug wirklich noch viel weiter nach vorne pushen und vielleicht auch mit einem neuen Fahrer, der jetzt auch, sag ich mal, die Strecke schon ein bisschen alter Hase ist. Ja, erstes Rennen heute auf der Nordschleife mit unserem Cayman GT4. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten Gott sei Dank trockenes Wetter die ganze Zeit. War auch richtig warm mit 21, 22 Grad. Alles heile geblieben, Auto heile nach Hause. Ich glaube, meine drei Mitfahrer hat es auch gut gefallen. Das ist ja das gleiche Team, was auch die 24 Stunden in Angriff nehmen wird. Und ich glaube, wir sind schon mal ganz gut gerüstet. So mit Fahrerwechsel konnten wir heute ein bisschen üben. Ja, und daneben konnten wir in der Amateurwertung auf den dritten Platz fahren, in der Cup 3 Klasse. Und konnten sogar die Gentleman Trophy gewinnen in der Cup 3 Klasse. Wir sind rundum zufrieden mit dem Tag und hoffen mal, dass es morgen dann ohne unsere beiden japanischen Kollegen, dafür mit dem Otto Kloß, so weitergeht. Am Sonntag NLS 2, die beiden Japaner waren schon abgereist. Es war halt, als wir das alles festgelegt haben, diese Rennsaison, gab es die Termine so nicht. Und vielleicht haben ja auch ein oder andere mitgekriegt, es ist natürlich ein Umschwung passiert, NLS, NES und was auch alles. Und die Flüge von den beiden Japanern waren schon so geplant, dass es grundsätzlich nur das eine Rennen ist. Als dann rauskam, dass es doch ein Doppelwochenende wird, war das jetzt einfach bürokratisch und auch kostenmäßig zu schwierig, da die Flüge umzuändern, die Timeline zu ändern. Die Jungs hatten dienstags nach dem Wochenende direkt schon wieder einen Test. Der Koi und auch der Koichi fahren das 24-Stunden-Rennen in Japan auch gleichzeitig. Da war irgendwie ein Vortest und es war halt einfach zu viel Stress, so dass wir dann gesagt haben, okay, gar kein Problem. NLS 2 ist der Otto Kloß mit aufs Auto gekommen. Der Otto, ihr kennt ihn vielleicht vom Trackday-Video noch oder vom ersten Testtag in Hockenheim. Ein unfassbar netter Kerl, lange Zeit auf der Nordschleife in einem GT3-Auto bei Mantai unterwegs gewesen. Er hat mir damals 2016 die Chance gegeben, mit ihm auf einem GT3-Auto auch das 24-Stunden-Rennen zu fahren, auf einem 991 GT3R. Super Zeit.
und hat jetzt die letzten Jahre so ein bisschen Abstand von der Nordschleife genommen und wird das ein oder andere Rennen bei uns dieses Jahr mitfahren und ist dann aufgesprungen bei NLS2, so dass Markus, Philipp Eis und auch der Otto zu dritt dann das NLS2-Rennen bestritten. Für Otto waren es dann die ersten Runden mit dem Auto auf der Nordschleife, ja, ohne wirkliches Training vorher, weil es ist anders nicht darstellbar gewesen. Er ist dann das Quali mehr oder weniger als Training gefahren und wir waren Achter in der Klasse, genauso wie den Tag davor. Also kann man auch sehr, sehr zufrieden mit sein. Otto hat sich super wohl gefühlt, sagte super Auto. Ich meine, er kommt von einem GT3-Auto, da ist das schon ein Unterschied, aber es fährt natürlich einfacher wie ein GT3. Und die Jungs sind den Stiefel runtergefahren, haben wirklich auch wieder keinen Kratzer am Auto, ein richtig gutes Rennen bei richtig guten Bedingungen gehabt. Es waren sogar ein paar weniger Autos wie da vor der Tag. Es waren, glaube ich, knapp unter 100 Autos. Da ist die Strecke natürlich auch relativ frei. Streckenbedingungen waren wirklich ein Traum. Es war schon wirklich sonnig, warm, kein Problem, was das anging. Verkünden. Wir haben wieder die Gentleman's Trophy gewonnen und sind Sechster in der Cup 3 Wertung geworden. Wichtige Punkte fürs ganze Jahr. Wir sind eingeschrieben in der Cup 3. Grundsätzlich ist natürlich auch zu sagen, wir sind ein wirklich kleines Privatteam. Jetzt war der Winter. Die ganzen Jungs haben seit bestimmt 6-7 Monaten auch nicht mehr wieder zusammengearbeitet. Klar, hier in der Woche wird öfters mal was vorbereitet, aber so ein Rennwochenende ist immer was anderes. Es ist immer Hektik, es ist immer Stress. Das ist, wenn die Leute ziehen alle an einem Strang. Es gab keinen Diskussionsbedarf in dem Sinne, wo wir gesagt haben, oh, das muss ich aber erst wieder extrem einspielen. Wie gesagt, das ist immer ein Unterschied, wenn du so ein Werksteam bist oder so ein halbprofessionelles Team, was 50, 60 Rennwochenenden oder Rennveranstaltungen, nicht Wochenenden, aber Veranstaltungen, wo es teilweise 3 Rennen an einem Wochenende passieren, 3 Rennveranstaltungen an einem Wochenende.
wo es Teams gibt, die drei unterschiedliche Rennserien an einem Wochenende bestreiten, die nur unterwegs sind. Da ist es was anderes wie bei uns. Außer der Fabi Lange ist keiner bei uns festangestellt. Die werden, kommen alle immer zum Rennwochenende dazu. Die haben alle ihren Hauptjob. Top. Geile Jungs. Rundum ein wirklich sehr, sehr schönes und gutes Wochenende mit unserem ersten Renneinsatz für unseren Cayman GT4. Ich hoffe, es geht jetzt so weiter. Wir haben noch einige Rennen vor uns. Kunden sind zufrieden, Team ist zufrieden, ich bin zufrieden. Autos an einem Stück, wird gerade vorbereitet, wie ihr es hier seht, fürs 24-Stunden-Rennen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Motorsport-Video. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me?